Und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Need for Speed Most Wanted. Das ist jetzt die zweite Folge. Ja, und in der letzten Folge haben wir unser Auto leider verloren. Mussten uns deswegen ein neues kaufen. Und wir fahren jetzt Fiat. Runter. Schön in weiß. Lass ich auch erstmal so. Es ist sehr ungewohnt, wenn man kein Nitro nutzen kann. Eigentlich fährt sich der Fiat ja gar nicht so schlecht. Hm, wo sind wir denn hier gelandet? Cool, du hast es gefunden. Wie gefällt's dir? Stell deinen Wagen hier ab. Kannst dich wie zu Hause fühlen. Danke. Und untertauchen, wenn es dir zu heiß wird. Wenn du Razor deinen Wagen nicht freiwillig überlassen willst, hast du noch ziemlich viel vor. Du musst dich in der Blacklist hocharbeiten und alle anderen Fahrer besiegen. Aber zuerst musst du versuchen, überhaupt wieder in die Blacklist reinzukommen. Fahr das richtige Event, sammel genug Kopfgeld und du kannst einen Fahrer aus der Liste herausfordern. Hast du sie alle geschafft, gehört Razor dir allein. Cool? Ich werde dich wieder nach oben bringen. Ich rufe dich an, wenn es was Neues gibt. Bis dann. Mhm, interessant. Nächster Gegner ist Sony. Das hier ist so. Er hat verdammt viel Zaster in seinen Schlitten gesteckt. Die Kiste ist eine echte Rakete, also wunder dich nicht. Er versucht immer als erstes die neuesten Teile an seinem Wagen zu haben. Golf fährt er also. Ja, okay, und dann sind wir jetzt wohl in unserem Unterschlupf. Ja, und da kann man einmal die freie Fahrt fortsetzen und dann in die Blacklist halt gehen. Auch seine Wagen auswählen und speichern. Da können wir reinfahren, Meilensteine sammeln, Kopfgeld sammeln und unseren Lebenslauf uns angucken. Ne, den Lebenslauf von dem Gegner angucken, so rum war das. Dann fahren wir einfach am besten erstmal ein paar Rennen. Genau, wir fangen erstmal mit dem Rundkurs an. Ja, ich möchte das Event wirklich starten. Ich habe hier vor so einer Zeit nicht mehr gespielt, also ist meine Erinnerung auch nicht mehr ganz so frisch. Nur noch zweiter. Ich fahr geradeaus weiter. Bisschen Müll weg. Und den Hydranten gefahren. Wieder einen gekonnten Sprung. Schöne butterreiche Landung.
ganz schön zerschrammt unser Auto hinten. Müssen den Rest auch noch mit wegholen. Oh, die fahren uns jetzt wieder. Oh, wir haben sowieso gleich gewonnen. Wie irgendwas in der Ambulance umstellen sollte. Sieht doch ganz gut aus. Und gewonnen. Jetzt haben wir nur 1500 gekriegt. Das ist ja ein Witz. Dein Weg an die Spitze der Blacklist. Ich glaube, das werde ich jetzt nicht vorlesen. Das würde zu lange dauern. Sofort zum Unterschlupf. Ja, möchte ich wirklich dahin zurückkehren. Ich würde sagen, wir machen einfach mal gleich das nächste rein. Halten uns jetzt hier gar nicht lange auf. Machen wir mal das K.O.-Rennen. K.O.-Rennen heißt ja, dass immer der Letzte in einer Runde ist, rausfliegt. Müssen ja hier noch relativ kleine Runden sein. Von daher dauert das Rennen jetzt, glaube ich, nicht sonderlich lange. Ah, berghoch, muss anschieben. Mal gucken, bis zu welchem Blacklist-Platz wir mit dem 4-Punkte fahren können. Und ob welchen dann er dann nicht mehr zu gebrauchen ist. Snap ist rausgeflogen. Ja. Mauer. Dieses an dem Berg, das ist einfach so witzig, dass er dann wirklich einen Gang zurückschaltet, damit er den Berg ordentlich hochkommt. Aber das ist schon echt cool gemacht. Aber es ist echt schade, dass die Gegner hier noch nicht so gut sind. Dass die dann hier immer noch relativ einfach sind. Torch ist rausgefallen. Wenn man das denn so aussprechen mag. Esto ist jetzt noch mit drin. Wir fahren jetzt also gegen Kaffee. Wir sind ja selbst mit dem Fahrrad schneller. Über 11 Sekunden Vorsprung. Oh Gott, oh Gott. 500 Meter sind wir von mehr als 500 Meter. Mehr als 600 Meter. Was macht ihr? Ja, den Baum musst du jetzt mitnehmen. Und gewonnen. Wieder 1500 gekriegt. Achtung, Kanal 3. Es sind mehrere Beschwerden eingegangen über ein Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit. In östlicher Richtung auf dem Hollis Boulevard. Einheiten im Zielgebiet bitte melden.
haben Lust auf einen Donut? Oh Gott. Die Anzeige hat angezeigt, dass die Polizei kommt. Ich möchte jetzt aber noch nicht gegen die Polizei fahren. Machen wir jetzt mal den Sprint. Da ist das Kopfrisiko maximal. Das heißt, es ist relativ wahrscheinlich, dass wir auf die Polizei treffen werden. Mal gucken, was die so kann. Ich glaube, hier haben wir unser Auto gekauft. Und gerade links. Container. Hat jetzt nicht sonderlich viel gebracht, um da zu fahren. Achtung, alle Einheiten! Haben mehrere Notrufe über eine Gruppe rücksichtsloser Raser. Verdächtig wurde zum in Richtung Norden an den Heritage Heights vorbei. Verfügbare Einheiten bitte melden und zum Einsatzort aufbrechen. Ja, warum sollten wir auch? Wir sind nicht im Rennen. Code 3. Code 3. Ist nicht gesund, in einem Rennen anzuhalten. Verstärkung. Ich brauche Verstärkung. Und zwar sofort. Tue ich das nicht zu zweit? Roger, Bravo 3-2. Habe Bodeneinheiten für euch frei. Sind unterwegs zu euch. Wäre ja auch schlimm, wenn die jetzt schon mit dem Helikopter ankommen. Das würde ich ja gar nicht so nett von. Oder immer noch schon. Nicht so toll, oder? Aber wir haben gleich gewonnen. Wieder 1500 gekriegt. Und jetzt ist es so, wir können jetzt nicht einfach in Unterschlupf zurückkehren, weil wir jetzt erstmal die Polizei abhängen müssen. Ich werde versuchen, jetzt erstmal die Meilensteine noch gleich zu kriegen. Wiederhole den Verdächtigen. 1075. Wartet. Ich setze mich vor ihm. Die Lage eskaliert. Zentrale, können wir eine Straßensperre veranlassen? Das ist negativ, 3-2. Der Einsatzleiter will, dass ihr wartet, bis er vor Ort ist. Er ist unterwegs und schaltet auf euren Kanal um. Unter 4 Minuten müssen wir kommen. Wir müssen eine Zeit von 2 Minuten schaffen. Ich denke mal, das ist nicht so das Problem. Einmal schon, wenn wir jetzt entkommen. Alles, was ihr habt. Code 3. Ich glaube, ich mache noch dieses Trumps. Er hat eine Tankstelle mitgenommen. 70 bereit halten. Aber wir sind jetzt nicht alle kaputt. Schnelleres Auto hat. Sogar ziemlich. Riegelt das Gebiet ab. Hat mein Ziel verloren. Nö, komm hier.
2 Minuten. Also 4 Sekunden. Immer noch Code 3. Sehr gut. Er hat alle anderen ausgemacht. Gibt es noch Einheiten, die ihr hierher schicken könnt? Verstärkung ist Code 3, ein paar Meilen entfernt. Charlie 15, bin direkt hinter euch. Gut. Ich bin Sierra 1, wir hängen uns direkt dran. Einheiten auf dem Weg zur Code-3-Verfolgung. Der Verdächtige wurde zuletzt gemeldet in Richtung Norden, an Hillcrest vorbei. Einsatzleitung erbittet Absperrung östlich der letzten bekannten Fahrtrichtung des Verdächtigen. Haben der Einsatz geschafft, ist weiterhin Code 6. Drei Polizeiwagen zerstört immerhin. Zwei kontaktiert, berührt. Sehr gut. Schön, dass wir es alles in einmal geschafft haben. Aber ich befürchte, sehr gut, das werde ich jetzt auch nicht vorlesen. Hier ist noch eine. Aber ich glaube, wir haben nicht genug Kopfgeld, um schon gegen ihn antreten zu können. Das stimmt. Wir brauchen 20.000, haben aber nur 17.150. Na gut, wie dem auch sei, darum kümmern wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Let's Play Need for Speed Most Wanted.